Freunde, wir gucken uns jetzt an, welche random Dinge die Sternzeichen in einem italienischen Restaurant sind. Let's go. Starten wir mit Skorpion. Ihr seid definitiv eine Antipasti-Platte. Man kann sagen, was man will, aber ihr seid vielfältig. Es gibt Scharfes, es gibt Saures, es ist für jeden was dabei. Manche Sachen schmecken geil, andere alles in einem kann man aber definitiv nicht meckern. Next, Steinbock. Ihr seid Pasta. Ist eine solide Basis, kann man nicht viel mit falsch machen. Ist irgendwie immer das Gleiche, aber doch immer für eine Überraschung gut. Und man kann sich drauf verlassen. Man liebt euch und man braucht euch. Krebs, ihr seid der Kellner. Ihr kommt zum Tisch und gebt einem das Gefühl, was Besonderes zu sein. Ihr macht einem Komplimente, ihr seid super süß. Und dann geht ihr zum Nebentisch und macht das Gleiche. Ja, und dann fühlt man sich halt wertlos. Muss nicht sein. Kommen wir zu den Schützen. Ihr seid einfach ein Glas Wasser. Schön mit einem Spritzer Zitrone drin. Ihr seid einfach immer für alle da. Vor allem, wenn das Essen zu scharf ist. Lieben wir. Aber ihr seid auch ein bisschen heimtückisch. Weil wenn man euch trinkt, dann verteilt ihr die Schärfe. Und das wollen wir nicht. Nee. Zwillinge, ihr seid das gute alte Tiramisu, das meistens als Überraschungsdessert an den Tisch gebracht wird. Es darf nicht fehlen, aber meistens ist es enttäuschend irgendwie. Und ihr müsst wirklich gut gemacht sein. Und wenn das der Fall ist, dann knackt man den Jackpot. Aber eigentlich ist es egal, weil man isst euch sowieso auf. Wassermann, ihr seid Spaghetti Carbonara. Mega geil, man hat immer Bock auf euch. Aber danach bereut man es irgendwie. Vor allem, wenn man laktoseintolerant ist. Weil man dann erstmal für die nächsten 10 Jahre ein Klo aufsuchen darf.